Also, erstmal wollte ich euch allen nochmal Danke sagen, wie immer. Ja, ich trage gerade mein Abi-Shirt, unser Abi-Motto. Das ist ein bisschen eng geworden, weil es irgendwie so ein elastischer Stoff ist, wusste ich nicht. Und so, ach Gott, muss ich mal kurz aufstehen, Moment. Das heißt aufstehen, auf die Knie gehen. Unser Motto ist, Intelligenz braucht kein Motto. Okay, und dann, das sieht man jetzt auch nicht so. Super, unsere tollen Namen. Ui. So, wie versprochen, das Video zu den Haaren. Oh Gott, ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. So. Natürlich erstmal Haare waschen, ja? Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich noch davor aussah. So sehe ich also aus. So sieht Herr Tutorial aus, wenn er seine Haare gewaschen hat. Aber ihr seht, sind die glänzend. Pff, ich sehe jetzt, wie ich gerade aussehe. So, oh mein Gott. So. Das nächste, was ihr dann macht, natürlich Haare föhnen. Und das machen wir jetzt mal kurz. So, die Haare sind jetzt geföhnt. Ich sehe immer noch ein bisschen bescheuert aus. Aber, ja. Jetzt kommt's, was ich benutze, ja. Also, so. Ich benutze das Gel von Got2b. Das ist jetzt, der erste Teil ist jetzt für die Herren. Got2b Kleber, Styling Gel, findet ihr in DM, Rossmann oder Müller. Und dann benutze ich noch das Gel von Shockwaves, Ultra Strong, for the Power Mess Constructor Cream Look, whatever. So. Und am Ende fixiere ich noch die Haare mit Got2b Sprühkleber. Einer der besten Haarsprays, die ich je in meinem Leben benutzt habe. Kann ich nur empfehlen, also es lohnt sich. Es kostet, glaube ich, 3,50 € oder so. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ja, dieses Gel ist angeblich Windkanal getestet, was ich jetzt zwar nicht glaube, aber naja. So, dieses Gel macht eure Haare sowas von hart, dass sie brechen könnten. Mein Tipp deswegen, ihr nehmt euch. Okay, so eine Portion. Solltet ihr die gleiche Haarlänge wie ich haben. Und, das habe ich jetzt neu gekauft, damit ich hier nicht so eine alte vorzeige. Und dann nehmt ihr von dem Gel ungefähr so viel. Ich erkläre euch gleich den Sinn der Sache, wieso ich sie mische. Also, ihr nehmt es jetzt und mischt es jetzt erstmal. Sieht dann so aus. Sobald ihr das fertig gemischt habt, sieht jetzt ein bisschen schleimig aus, verteilt es über eure Handflächen. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Und dann geht ihr einfach so in die Haare. Zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack. Einfach rein das Gel in die Haare einarbeiten, ja? Von den Seiten dann noch. Sieht dann aus, als ob ich mich wie in so einer Werbung die Haare wasche. Und dann geht ihr so, geht ihr auch auf den hinteren Teil des Kopfes und ihr verreibt es einfach. Verteilt es einfach. Und ihr zieht es dann einfach mal nach oben. Okay, erster Teil geschafft. Ich zeige euch ja jetzt, wie ich meine Haarfrisur mache. Dann geht ihr mit den Händen so hin. Dauert ein bisschen. So. Und dann kriegt ihr natürlich diese kleinen Spikes hier hin, die ihr dann mit euren Fingern so verteilen könnt. Nicht, dass sie dann zusammenkleben. Von der anderen Seite könnt ihr es ebenso machen. Und ja, wie gesagt, durch die Mischung, Laptop brummt, wie auch immer, ich hole mir bald einen neuen. Das hier ist gut, weil es euren Haaren festen Halt gibt und gleichzeitig die Haare geschmeidig hält. Und da das hier extrem die Haare extrem hart werden lässt, ist es einfach eine gute Mischung, denn dann bleiben eure Haare gelenkig und gleichzeitig werden sie fixiert. So, sollte das Gel zwischen euren Händen ein bisschen getrocknet sein, tut ein paar Tropfen Wasser rein, drauf und geht nochmal in eure Haare. Die Special Haarfrisur von mir kriege ich hin, indem ich so eine kleine Strähne von den Haaren nehme, nochmal, eine ganz kleine Strähne und dann es zur Seite nehme. Verkürzt die Stirn. Ich habe halt eine sehr hohe Stirn, kann ich auch nichts dafür. Und ja, durch diesen Effekt, dass ihr
eine kleine Haarsträhne an die Seite nimmt. Strähne. So. Verkürzt ihr einfach eure Stirn und ja. Gibt dem Gesicht und dem Kopf so ein geregeltes Verhältnis. Weil wenn man eine hohe Stirn hat, sollte man einfach was tun. Ohne es zu verkürzen. Wie auch immer. Und wie ihr seht, ist schon der Hairstyle, die hier tue ich dann noch ein bisschen runter. Das sieht jetzt wie geleckt aus. Aber ihr wollt jetzt ja wissen. Und es sieht dann so aus. So. Für die Haare da hinten, falls ihr ein bisschen längere Haare habt, ich habe sie jetzt nicht so, dass ich... Nehmt ihr einfach noch ein bisschen von der Raum Shockwaves. Hände reiben. Und einfach hinten einarbeiten. Reicht, glaube ich, schon. Ja, reicht so und geht so. Jo. Noch ein bisschen höher stellen. Kleinen Moment. So. So mache ich meine Haare. Ist ganz einfach. Und um es abschließend dann zu fixieren, nehme ich einfach den Gatsby Sprühkleber. Der gibt den Haaren. Das ist ein bisschen schwer, den Laptop als Spiegel zu benutzen. Geht hier ein bisschen um eure Haare rum. Sprüht ein bisschen rum. Fixiert alles. Und von der einen Seite gibt es eurem. Verstreicht es ein bisschen. Von der einen Seite gibt es eurem Haaren Halt und Glanz. Also. Voila, schon fertig. So, kommen wir nun zum nächsten Teil des Videos. Und zwar, da ich ja die Allgemeinheit ansprechen will, wie kriegt man seine Haare gesund? Ich habe die Frage gekriegt, was ist der Unterschied zwischen Haarwachs und Haargel und wie bekämpfe ich Schuppen? Da habe ich ein ganz einfaches Hausrezept. Ihr habt es schon gesehen, eine Zitrone. Es ist fast dasselbe. Ich bezeichne es persönlich als direktes und pures Head and Shoulders, weil ihr wisst ja, Head and Shoulders hat manchmal dieses Zitronenmelisse etc. Ihr nehmt einfach, es ist jetzt ein bisschen eklig, vielleicht für manche von euch, aber es lohnt sich, glaubt mir. Tut sie ein bisschen andrücken, damit der Saft rauskommt, dann schneidet ihr sie in zwei und presst sie einfach auf eurem Kopf aus. Es mag vielleicht aussehen wie eine Sauerei, aber es bekämpft Schuppen, kann ich euch nur empfehlen. Klar, jeder hat mal Schuppen, das sind ja nur abgestorbene Kopfschüppchen. Kopfschüppchen. Ich krieg das Wort nicht hin. Kopfschüppchen. Genau. Und ja, das geht einfach dadurch weg. Wollt ihr eure Haare glänzend machen, könnt ihr entweder eine Kur nehmen. Hier mal eine von Fructis. Also Silk and Shine gibt nicht die besten Ergebnisse. Es gibt natürlich, so wie ich es bevorzuge, weitaus bessere. Ihr nehmt einfach pures, natives Olivenöl, findet ihr. Ist ein bisschen teuer, aber ist einfach gesund. Hat auch gesunde Fettsäuren, im Gegensatz zu normalen Pflanzen- oder Rapsöl. Und ja, ihr tut ein bisschen Öl in eure Hände, verstreicht es auf euren Haaren und lässt es circa eine Stunde einwirken. Könnt es mit normaler Küchenfolie einpacken, dann entsteht Wärme. Und es zieht dann richtig in eure Haare rein. Danach wäscht ihr es ganz normal aus mit Shampoo. Und voilà, eure Haare glänzen, wie sie noch nie zuvor geglänzt haben. Also es besser als jede Kur, wie gesagt. Könnt zwar sowas benutzen, aber ist nicht sehr hilfreich. Olivenöl und Zitrone. So, zur Frage, was ist der Unterschied zwischen Haarwachs und Haargel? Also, beide sind ja natürlich da, um die Haare zu formen. Haargel gibt euren Haaren einfach eine bessere Festigkeit, macht sie richtig hart, im Gegensatz, und lässt sie glänzen, sieht dann wie geleckt aus, wie einige von den tollen Kommentaren, die ich bekomme, gesagt haben. Und Haarwachs dagegen lässt eure Haare ein bisschen natürlicher wirken, sie glänzen nicht so sehr. Besteht die Möglichkeit, sie umzuformen. Könnt ihr natürlich auch beim Haargel. Mein Trick und Tipp. Einfach mit den Föhn durch die Haare gehen. Macht das hart gewordene Gel ein bisschen weich. Und dann könnt ihr voila schon. Ich sag das Wort voila viel zu oft. Und schon könnt ihr eure Haare umstylen. Also
Haargel natürlicher, lockerer Look. Und Haargel ist glänzend. Beide halten. Also, ich präferiere Haargel, aber es bleibt euch überlassen. Nun zu meinem großen kleinen Contest für Jungs und Mädchen. Was müsst ihr machen? Ich möchte von den Mädchen sehen, was versteht ihr unter dem perfekten Make-up? Dazu möchte ich, dass ihr Videos macht. Ganz kurze. Schminkt euch. Zeigt mir vielleicht im Video, wie ihr euch schminkt. Je kreativer, desto besser natürlich. Und ja, zeigt mir einfach euren Sommerlook, welchen ihr als perfekt seht. Und ja, je kreativer ihr seid und desto besser ich es finde, dann besteht die Chance, dass ihr gewinnt. Und was könnt ihr gewinnen? Ich war einkaufen. Die verschiedensten Arten von Masken. Eine Peeling-Maske ist sehr gut. Die Schokomaske schmeckt richtig lecker. Besteht aus Schokolade und eure Haut wird richtig geschmeidig. Dann noch eine Augenmaske zum Thema Augenringe. Hilft sehr und Augenfältchen. Sie entfernt Augenfältchen und auch mildert Augenringe. Nur zum Empfehlen, ich und meine Schwester haben es ausprobiert und wir waren richtig überzeugt davon. Also Q10 enthält es. Und dann gibt es noch eine Feuchtigkeitsmaske und eine Beruhigungsmaske plus noch eine Erdbeermaske und noch eine Maske. Ich habe die gerade jetzt nicht im Video. Ja, die könnt ihr gewinnen. Macht einfach ein Video, zeigt mir, was ihr unter dem perfekten Sommerlook versteht und gewinnt die Preise für die Jungs. Von euch möchte ich sehen, entweder ihr macht meinen Hairstyle nach, versucht es, oder ihr zeigt mir einfach, was ihr unter dem perfekten Hairstyle versteht. Also ganz einfach, ganz locker, der Gewinner wird dann von mir und meiner Schwester ausgesucht. Und ja, wir schicken euch dann die Preise zu, schreibt noch was Schönes hinzu und ja, vielleicht gibt es noch das eine oder andere. Kommt das eine oder andere. Was könnt ihr gewinnen? Das hier habe ich mir mal gekauft, habe es aber nie benutzt. Das ist Wachs, also zum Thema Unterschied Wachs und Haargel. Das 3-Wetter-Taft Power Wachs. Und das hier, eines der teuersten Gels, die ich je auf dem Markt gesehen habe, ist von Oasis. Hat Vulkansand drin. Ich habe es mir gekauft, habe dann, da ich eh so ein Mensch bin, der seine Gels ungern wechselt, und dann habe ich außersehen zum falschen Töpfchen gegriffen und habe mir das hier gekauft und ich habe es halt nie benutzt. Steht nur rum. Und ich habe mir gedacht, ja, für die Jungs, das hier, ich glaube, das hat 17 Euro gekostet. Also ein richtig, ich glaube, es ist ein richtig gutes Gel. Ich kann es nicht bestätigen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also die beiden könnt ihr gewinnen, plus noch irgendwas. Kommt dann bestimmt noch dazu. Muss mir noch überlegen, was. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet. Je mehr, desto besser, je kreativer ihr seid in eurem Hairstyling. Vielleicht macht ihr meins nach, vielleicht macht ihr es sogar besser als ich. Und die Mädels, ich möchte einfach euren Sommerlook sehen. Also, vor allem jetzt die Augen betonen, ja. Und es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ja, ich habe gerade so eine Schachtel Erdbeeren neben mir. Ich bin gerade am Essen. Und ja, es kommt noch ein Video zum gesunden Essen. Jetzt vor allem zur Sommerzeit möchte man natürlich super aussehen, man möchte abnehmen. Und ich zeige euch die Tipps, wie man gesund isst, wie man schnell und günstig und auch richtig gesund kocht und es auch schmeckt. Ich werde euch noch was vorkochen, also einfach gespannt sein. Hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und I love you all. Freue mich über Kommentare. Schreibt mir einfach. Und natürlich, ihr wisst es ja. Abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist kostenlos. Hat mich gefreut. Übrigens, ich habe schon bemerkt, wie oft ich gesagt habe, hat mich gefreut. Erdbeeren sind super. Schmecken richtig gut. Tut eure Videos als Videoantwort hier hin. Posten. Bis dann. Hat mich gefreut. Tschüss.